So, willkommen bei Game of Drake. Wir spielen Final Fantasy 16. Das auch sehr gerne ein Like, wenn euch das Video gefällt. Schaut mal in die anderen Playlists rein und supportet mich auf jeden Fall mit einer Art von Kommentaren, Teilen, Liken. So, wir lassen das erstmal soweit. Kurz gucken. Bildschirmhelligkeit passt schon. Textsprache Deutsch, Sprachausgabe Deutsch läuft. Moment. Leistungsmodus. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, mit mehreren Hilfsgegenständen, die das Spielerlebnis erleichtern. Empfohlen für Spieler, die weniger mit Action-Spielen vertraut sind und sich auf die Geschichte konzentrieren wollen. Oder Action-Fokus. Beginn das Spiel mit der Standardausrüstung. Empfohlen für Spieler, die mit Action-Spielen vertraut sind. Nehmen wir den Action-Fokus. Genau. Ja, nehmen wir. Bildschirmhelligkeit passt auch. Okay. Den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valisthea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Ein schöner Phönix. Feuerball, machen wir. Okay, so im Jahre 873. Nysa-Schlucht, Republik Dalmekia. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los.
Ja, auch eine Art Feuer zu löschen. Okay. Ich werde nur merken, wenn ich nachher die Feuerschale bei uns zu Hause habe, ne? So, los geht's. Wach auf, Wyvern. Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Okay, alle setzen auf uns, kein Druck. Ja, ich weiß. Hier schon gucken. Ja, lass mich mal kurz gucken. Das Hauptmenü. Drücke, um außerhalb von Zwischensequenzen jetzt halt das Hauptmenü aufzurufen. Diverse Einstellungen zu Untertiteln, Kamera und viel mehr können im Reitersystem geändert werden. Hier ist gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, mal kurz. Lass mal kurz gucken, Hauptmenü. So, unter dem Reitersystem. Ja, das haben wir gerade gelesen. Alles klar. So, Zusatzinhalte können nach Abschluss der Hauptauftrags Zufallsbegegnung im Hauptmenü unter dem Reitersystem abgerufen werden. Einlösbare Gegenstände. So, speichern, Tutorial-Nachrichten. So, kurz einmal schauen. Okay. Okay, laufen kann ich noch nicht. Verdammt! Bewegung! Ah, es sieht schon verdammt gut aus, ne? Rechtzeitig. Ja, das ist immer ein Schlachtfeld, ey. Armeische Front. Sind wahre Bestien. Wenn's so weitergeht, dann brauchen die ihren neuen Dominus gar nicht. Was? Zur Nitra-Festung, Nysa-Schlucht. Zu den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug! Havel, der König ist unser Gast! Ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, wie heißt er hier, von Baldur's Gate 3, der eine Gegner. Schönes Pfeifchen erstmal gönnen, ne? Genau. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Almekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet.
Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stirn betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Gib acht. Ja. Gibt der Löwe etwa acht, wenn er Hasen? Ich glaube nicht, dass die zusammengehören, oder? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Und? Worauf warten wir? Auf ihn hier. Los, geh vor. Halt. Spürt ihr das auch? Sich noch die Ehre gibt. Kommt. Thank you.
Ach, schon krass gemacht, den Zero. Frosty gegen Titan, ja. Ja, gut. Lauf. Wird bald, Wyvern. Noch schon dabei. Auf keinen Fall. Ich glaube, Bias hat es nicht geschafft. Wyvern! Wyvern! Ja, komm, ziemlich in Sicherheit hier. Raus hier. Na, da hat der Plan nicht so funktioniert, ne? Die anderen werden uns nicht bemerken. Wir sind noch nicht fertig. Joshua.